Willkommen in Delhi, was so viel bedeutet wie Stadt des Herzens, dem Sitz des ARD-Studios für Südasien. Bevor ich Ihnen unser Studio zeige, möchte ich Ihnen die indische Hauptstadt ein bisschen näher bringen. Dazu benutzen wir dieses typisch indische Gefährt, Tuk-Tuk genannt. Los geht's! Der Verkehr in Delhi, ein Abenteuer. Viel zu viele Autos auf viel zu wenig Straßen. Jeden Tag werden in der indischen Hauptstadt mehr als 1000 Fahrzeuge neu zugelassen. Es ist laut, eng und fast immer steht man im Stau. Das India Gate, das Wahrzeichen Neu-Delhis. Es wurde nach dem Vorbild des Pariser Arc de Triomphe entworfen. Überhaupt wurde Neu-Delhi während der britischen Kolonialzeit Anfang des letzten Jahrhunderts erbaut. Typisch die breiten Alleen, die monumentalen Bauten, das viele Grün. Die Führung beginnt draußen, liebe Zuschauer, am wichtigsten Gerät für unser ARD-Studio Südasien, diesen Stromgenerator. In Indien gibt es leider sehr oft Powercuts, Stromunterbrechungen. Damit alle Berichte immer aktuell überspielt werden können, haben wir dieses Gerät angeschafft. Und ich möchte Ihnen auch nicht vorenthalten, wie es klingt. Übrigens, seit 1963 berichtet die ARD aus Neu-Delhi, wir hier sind für das Fernsehen zuständig. Gleich nebenan ist das Büro der Producer Sanjay, PM Narayanan und Susanne. Bei den Producern ist ganz wichtig, dass sie viele Sprachen sprechen, denn in Indien gibt es zwei Hauptsprachen, Hindi und Englisch. Aber vor allen Dingen viele lokale Landes- und Regionalsprachen. Und deswegen ist es wichtig, dass die Producer viele Landessprachen sprechen. Und nicht weit entfernt schlägt das Herz unseres ARD-Studios der Schnittraum. Hier werden die meisten Berichte für die Berichterstattung in Deutschland produziert. Und hier sind meine Kollegen Ramesh als Schnittmeister und mein Kollege Gabor Hallas. Und an den übergebe ich jetzt auch. Ja, vielen Dank, Jürgen. Ja, und du hast ja gesagt, das ist wirklich unser wichtigster Raum. Also hier verbringen wir manchmal mehr Zeit als zu Hause. Und gerade sitzen wir an einem Beitrag über eine junge Frauengruppe, die sich wehrt gegen die tägliche sexuelle Gewalt. Das war ja ein großes Thema in den vergangenen Wochen. Und wir haben aber natürlich viele Reisen, auch das wissen Sie schon, wir haben ein riesiges Gebiet und mit Hilfe der modernen Fernsehtechnik nehmen wir Sie jetzt mit auf eine Reise durch unsere 8 Länder. Ganz oft sind wir in Afghanistan, ein wunderschönes Land. Trotzdem berichten wir natürlich über die Bundeswehr und den Abzug bis 2014. Aber auch über die Menschen im Land, die Afghanistan wieder aufbauen wollen. Doch ist nicht klar, ob sie das auch wirklich schaffen. Es hängt auch viel von Pakistan ab. Da sind die Menschen sehr deprimiert, Inflation oder auch Korruption beherrschen das Land. Und von der großen Flut 2010 hat sich Pakistan irgendwie immer noch nicht richtig erholt. Sorge ist groß, dass religiöse Extremisten das Land wieder übernehmen können. Ein paar Flugstunden entfernt, die Malediven. Wunderschön da, aber auf diesem Flug war uns ganz schön schlecht. Und wie Sie sehen, die Arbeitsbedingungen auf den Malediven können auch manchmal ganz schön hart sein. Ein Schritt weiter. Sri Lanka zu den Elefanten. Und dann sind wir wieder im Norden, in Bangladesch, ein Land, was zu großen Teilen unter Wasser steht. Aber Berge haben wir auch viel, der Himalaya in Nepal, Bhutan mit einem jungen König, den würden wir gerne mal interviewen, weil sie suchen ja in Bhutan das Glück. Wir haben leider nur sehr wenig Zeit, bei dieser Suche nach dem Glück mitzuhelfen. Ja, und dann wieder Indien, das zuckersüße Bollywood. Indien ist wirklich ein Land voller Widersprüche, nicht weit davon entfernt die Slums.
nackte Sadhus, die auf dem Weg zum Heiligen Ganges sind. Und das junge Indien, das das Land wachrütteln will, die Proteste gegen die sexuelle Gewalt. Ja, Indien ist wirklich ein Land voller Widersprüche. Das ganze Gebiet ist ein Gebiet voller Widersprüche und das macht es einem nicht immer einfach. Aber es ist trotzdem ein Traumjob, von hier zu berichten. Das ARD-Studio Südasien mit Sitz in Neu-Delhi. Bleiben Sie uns gewogen. Bis zum nächsten Mal im Ersten. Auf Wiedersehen.